chaotisch und schnell, grüßt nach Chaos Sonic X89 zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Legend of Zelda Skyward Sword HD. Jetzt kommen wir zu einer speziellen Aufgabe, deswegen sind wir noch hier, denn der Donnerdrache hat uns noch etwas versprochen. Aber bevor wir die angehen... Mann, ich muss jetzt zuerst mal schauen, ob er die überhaupt schon aktiv hat oder ob ich doch noch das Gebiet komplett verlassen muss. Du kannst es wohl nicht erwarten, Chaos. Warum denn so ungeduldig? Also gut, dann fangen wir an. Andererseits, du als auserwählter Held hast eigentlich keine Zeit für Spielchen, sollte man meinen. Deshalb macht mir keine halben Sachen. Willst du dich den Gefahren, denen du bisher begegnet bist, ein weiteres Mal stellen? Aus Erfahrung erlernt man, so heißt es doch. Schaden würde dir ein wenig Übung bestimmt nicht. Also was sagst du? Willst du es nun versuchen, Chaos? Später gleich. Was sagst du? Du möchtest nicht? Wo bleibt denn da der Spaß? Wie dem auch sei, falls du deine Meinung irgendwann ändern sollst, schau wieder vorbei. Ja, denn bevor wir das tun, werde ich jetzt einmal kurz einen Ausdauertrank V trinken. Dann kann ich den gleich demonstrieren. Ah, jetzt scheinst du bereit zu sein. Und was hast du da gerade getrunken? Nur meine Suppe. Ach, egal. Möchtest du etwas an deinen Fähigkeiten arbeiten? Gerne. Oh, die Antwort deines wahren Helden. Nichts anderes hätte ich von dir erwartet. So, gestatte mir denn, einen Blick auf vergangene Erlebnisse zu werfen. Oh, ich sehe, du hast viel erlebt auf deiner Reise. Hast Kämpfe gegen bösartige Monster ausgefochten und deine Ausflüge nach Seilen waren auch nicht ohne. Ich habe meine Wahl getroffen, du kannst dich in zwei Disziplinen üben. In welcher möchtest du dich versuchen? Triff deine Wahl. Ja, jetzt hätten wir entweder die Wahl, wir können alle Seilen, die wir bisher gemacht haben, wiederholen oder den Kampf. Und was wir machen wollen, ist der Kampf. Ein Kampf also. Ich mag deinen Enthusiasmus. In diesem Kampf willst du auf deine stärksten Gegner treffen, die du bisher bekämpft hast. Ich werde nun meine Macht dafür nutzen, einige deiner alten Kämpfe zu reproduzieren. Gewinnst du sie, erwartet dich ein Preis. Einer der Preise ist ein unglaublich starker Schild. Aber ziehe nicht sorglos ins Gefecht. Wenn du verlierst, dann war's das. Ohne Blessuren bist du wohl kaum aus dem Kampf hervorgehen. Bist du dennoch bereit? Ja. So spricht ein wahrer Krieger. Nun gut, womit wollen wir beginnen? Denk an einen Feind, den du im Laufe deines Abenteuers bekämpft hast. Wann genau fand dieser Kampf statt? Erst kürzlich. Wie wäre es mit etwas Aktuellem? Zum Beispiel eines dieser Schwergewichte hier? Ja, und zwar nehmen wir als erstes den Verband, den haben wir als letzten besiegt. Am besten empfiehlt es sich, nehmt am Anfang immer den Gegner, der euch am meisten Mühe nimmt. Weil dann habt ihr den schon mal aus dem Spiel draußen, dann müsst ihr um den nicht mehr kümmern. Bei mir ist es halt eben der Verbannte Nummer 2. Der Verbannte Nummer 2 soll es sein. Gegen ihn hast du zum zweiten Mal im Siegelhain gekämpft. Oh, fast hätte ich vergessen, etwas äußerst Wichtiges zu erwähnen. In den Kämpfen kannst du nur Items einsetzen, die du damals bereits besessen hast. Und du kannst kein Item aus deiner Abenteuertasche einsetzen. Dein Gegner mag stark sein, aber du konntest ihn schon einmal besiegen. Es ist also kein unfairer Kampf. Aber weil du es bist, drücke ich gerne ein Auge zu. Ich erlaube dir im Kampf ein Schild zu tragen. Möchtest du mit deiner aktuellen Ausrüstung den Kampf ziehen? Ja. Bereite dich auf das Schlimmste vor. Also was wir jetzt hier machen dürfen, ist sozusagen ein Boss-Rematch. Und mit dem Ausdauertrank haben wir jetzt normalerweise ohne die Medaille 3 Minuten lang 0 Ausdauerfluss. Und jetzt mit der Medaille 9 Minuten lang kein Ausdauerfluss. So, jetzt warten wir erstmal, bis es mit seinen Patschehändchen wieder irgendwo festhalten. Weil ich glaube, ich würde es nicht mehr rechtzeitig schaffen, ihm den Flock reinzujagen.
Und wie die Kämpfe ablaufen, wisst ihr noch so einmal. Bitteschön! Weil die Texte kann ich ja eigentlich auch alle skippen. Weil die haben schon alle zu Genüge gehört. Das braucht jetzt nicht noch ein zweites Mal. Dann gleich zum zweiten Leben. Wir können jetzt so lange rennen, wie mir lustig sind. Wir können so viele Wirbelattacken spammen, wie mir lustig sind. So, einmal fürs Patschehändchen. Dann ist er hoffentlich auch noch lange genug gelähmt, dass ich ihm noch einen Stein reinjagen kann. Yes! Weil mit der Knopfsteuerung geht jetzt Wirbelattacke nicht sehr gut. So, einmal ganz nach oben. Und dann würde ich sagen, wir landen hier. So, und hier. Perfekt. So, jetzt richtet er sich auf. Weiß ich nicht, ob er noch polarisiert ist. Wahrscheinlich nicht. Ja. Gut, dann müssen wir ihm noch mal eine Bombe schleudern. Also einmal auf Bado warten. Ja, da ist er schon ready. Also gib mir noch einen kurzen Moment Zeit, bis ich in Position bin. Jetzt kannst du. So, noch eine Bombe für dich. So, das müsste jetzt reichen. Wenn ich Pech habe, muss ich dann doch noch die Zähne abschlagen. Wo ist er jetzt? Ah, hier. So, reicht. 2 Minuten 27 Sekunden. Den ersten Boss. What, Blitzchaos? Das war unglaublich. Du bist ein wahrer Krieger. Du hast für den zweiten Verband insgesamt 2 Minuten 27 und 67 Hundertstel benötigt. Doch, das ist doch nicht alles. Da du diesen Gegner für mich zum ersten Mal besiegt hast, erhältst du dies hier. Hier hast du 50 Rubine. Na komm schon, nimm sie. Sag mal, Chaos, was hältst du davon, dich in einen weiteren Kampf zu versuchen? Es soll auch nicht zu deinem Nachteil sein. Je mehr Kämpfe du in Folge gewinnst, desto besser die Preise. Ich habe hier zum Beispiel einen enorm harten Schild. Na, habe ich dein Interesse geweckt? Nun, du bist dir sicher bewusst, dass dich ein Kampf das Leben kosten kann. Vergiss nicht, dass der Zustand deines Schildes und die Anzahl der Herzen für alle weiteren Kämpfe übernommen werden. Das verleiht den Kämpfen einen noch größeren Anspruch. Findest du nicht auch? Wenn du jetzt aufhörst, erhältst du von mir 20 Rubine. Hörst du nach dem nächsten Kampf auf, gibt es einen gewöhnlichen Schatz. Möchtest du fortfahren? Ja! Das ist die richtige Einstellung, aber es gibt da noch etwas, das du wissen solltest. Streitest du mehrere Kämpfe in Folge, wähle ich den Kampf aus, der als nächstes folgen soll. Weniger Arbeit für dich, dafür umso mehr Spannung. So, genug geplaudert. Zeit, sich ins Getümmel zu stürzen. So, wer ist Boss Nummer 2? So. Gut, dann halt. Deidagos! Den ich am meisten hasse. Gut, aber jetzt muss ich es nicht mit der Bewegungssteuerung machen. Sehen wir mal einen Vorteil.
Vorausgesetzt, ich treffe bald das Auge mal. Danke. Jetzt kann ich auch so viele Wirbelattacken spammen, wie ich lustig bin. Weil ich möchte die Kämpfe so schnell wie möglich durchhaben, damit ich den Trank auch noch so lange nutzen kann wie möglich. Und den Trank müsst ihr halt immer vorher nutzen, weil während dem Kampf könnt ihr halt die Abenteuertasche nicht mehr öffnen. So, und wo tauchst du jetzt auf? Ah, hier. Und hab dich. Du kriegst das jetzt gar mit der Wirbelattacke nicht so einfach hin, also machen wir es halt nur mit Stellenschlägen. Das geht ja auch. Würde ich jetzt den gesamten Kampf mit Bewegungssteuerung spielen, ja dann wäre ich schneller erschöpft als nach einem Marathon. Bin ich vielleicht auch mal in der Lage, eine dieser Tentakel zu erwischen? Danke. Und lasst euch jetzt nicht davon bilden, dass ich nur 17 Herzen habe, das ist, weil die 2 Herzmedaillen jetzt auffehlen. Und ich... Komm, triff jetzt das scheiß Auge. Danke. So, Phase 1 weg. Wenn ich Glück habe, kann ich für den dritten Kampf die unendliche Ausdauer noch mitnehmen. Aber nur wenn ich Glück habe. Ich nehme schon beides auf, ne? Ja. So, und rein mit dir. So, darf ich noch ein bisschen leer? Danke. Weil ich wollte noch einen Himmelstall reinschleudern. So, die Pfeile hätte ich gerne. Ups. Da hat er mich erwischt. So, einmal Himmelstrahl reißen. Und tschüss. 3 Minuten 41, das war jetzt nicht gerade meine perfekte Bestzeit. Weil das hätte ich viel schneller machen können. Also ein Speedrunner wäre auf jeden Fall viel besser. So viel steht schon mal fest. Ja, da hast du recht, ein Speedrunner hätte das schon viel besser gemacht. Aber du hast jetzt mit den 3 Minuten 41 Sekunden, ja, da warst du wenigstens nicht so ein Vollnoob. Da kriegst du einmal 50 Rubine. Und wenn du aufhörst, würdest du jetzt den gewöhnlichen Schatz kriegen. Wenn du weitermachst, kriegst du dann, wenn du dann aufhörst, 100 Rubine. Achso, du machst weiter? Gut, dann ist Kampf Nummer 3 und du musst noch 6-mal erfolgreich kämpfen, um alle Gegner zu besiegen. Noch genug der Erklärung. Lasst uns den Wort Taten folgen. Und wer ist es jetzt? Der erste Verbannten. Gut, wenn ihr darauf besteht.
So, bei dem ersten Neben könnte ich noch 10 abschlagen. Für die anderen Neben würde ich auf jeden Fall 10 geht auf den Kopf. So, bang, bang, bang. Und was doch noch ein Vorteil ist, wenn man das gleich am Anfang macht, dann hat man einen Kampf weniger, den man gezwungen wird. Ja. Ja, sag mir mal so, wenn ihr den Fironedrach zum besten macht, dann seid. Ja. Sag ich das jetzt am besten. Sagen wir mal so, dann kriegt ihr noch einen Bosskampf mehr dazu, weil ein gewisser Gegner noch ein drittes Mal auftauchen will. Und den müsst ihr dann nochmal machen und der dritte Kampf gegen ihn, der ist dann nicht mehr so einfach. Da ist sogar ein Vorteil, wenn ihr den Donnerdrache zuerst macht, dann müsst ihr den Kampf, den dritten Kampf gegen ihn noch nicht machen, dann seid ihr den los. Das war damals in der Wii-Version, war das noch ein bisschen belastend. So, noch ein bisschen abwarten. Okay, wo ist er jetzt? Ah, da ist er. Ein bisschen unterhalb. Da bin ich doch wohl ein bisschen zu weit gegangen. Ja, das geht. Und rein! Bevor er mich runterschmeißt. 1 Minute und 19 Sekunden. Und 26 Hundertstel. Also der Ausdauertrag ist sehr empfehlenswert. Sofern ihr nicht Hero Mode spielt. Weil beim Hero Mode ist es dann eben anders. Dann habt ihr alle Bosskämpfe zur Verfügung, auch die, die ihr storybedingt noch nicht gemacht hättet. Wie zum Beispiel der absolute Final Boss. Heilige Scheiße, bist du doch ein Speedrunner oder wie? Egal, du hast für den Verband Nummer 1 1 Minute 19 Sekunden und 26 Hundertstel benötigt. Dann einmal die 50 Rubine. Und wie sieht's aus? Weitermachen oder aufhören? Für den vierten Kampf, wenn du aufhörst, dann gibt es dann das letzte Herzteil. Und ich hoffe, die Zuschauer haben auch richtig geraten. Ich möchte aber weitermachen. Gut, dann kommt Kampf Nummer 4. Und der ist... Geheim Nummer 1. Gut, dann... Freut mich, dich zu vermöbeln. Vorausgesetzt, ich schlag mal richtig. Ich habe nur das Gefühl, das Schwert will nicht richtig. Hab, bist du jetzt? Moment, ich muss das nochmal synchronisieren. Ich will das nicht. Wahrscheinlich ist doch Bewegungssteuerung besser für den. Ja, ich stelle mich gerade sau dämlich an. Weil ich immer wieder die Stichattacke machen will, diese behinderte Penner! Ja, und jetzt hält auch der Ausdauertrag gleich nicht mehr. Und da ist er weg. Oh. 1 Minute 35. Also das hätte ich viel besser machen können. Ja, da hast du recht. Ich weiß nicht, was du da am Anfang getan hast, aber das hättest du wirklich viel besser machen können. Aber gut, 1 Minute 35 und 37 Hundertstel.
Wenn ich mir gerade überlege, vielleicht mache ich da auch mal ein paar Bonus-Parts davon, dass ich da einfach mal meine Rekorde mal mache, so einen Rekord-Run. Okay, hier, 50 Rubine. Würdest du jetzt aufhören, hättest du das Herzteil. Würdest du weitermachen und dem nächsten aufhören, hättest du 300 Rubine. Möchte weitermachen. Weil das Problem, wenn ihr jetzt dann scheitert, dann habt ihr gar keine Belohnung. Aber ich möchte zuerst den unglaublich harten Schild haben. So, Kampf Nummer 5 ist Beradama. Ich hoffe, ich hab's richtig gerade gesagt. Das war jetzt nicht gewollt. Ach ja, hier könnt ihr auch dann auch heilen, wenn ihr wollt. Oh, diese viele Herzen! Aber ich brauche das doch nicht. 44 Sekunden. Ich werde jetzt mal auf die Herzen verzichten. Wenn ich wollte, könnte ich es machen. Aber ich habe nur 3 Herzen verloren. Also ich werde ja wohl schon nicht sterben, oder? Heilige Kanonenfutter! 44 Sekunden und 14 Hundertstel. So, dann mal die obligatorischen 50. Und wie sieht's aus? Aufhören oder weitermachen? Hörst du danach auf, gibt es einen seltenen Schatz. Ich mach natürlich weiter. Dann kommt jetzt Kampf Nummer 6 und du musst dann noch 3-mal erfolgreich kämpfen, um alle Gegner zu besiegen. Und wenn ihr richtig gezählt habt, sind es nämlich 8. Ah, dich, ja! Dich liebe ich. Ich glaube, hier kann ich dich ein bisschen um ein paar Herzen erleichtern. Wenn ich dich gegen eine Säule schleudere. Ich wollte eigentlich nur das Herz angreifen. Damit ich so schnell wie möglich in Phase 2 rüberkomme. So. Komm. Nein, nicht die. Zeig dein Herz. Und Phase 2. Den mag ich doch immer am liebsten bekämpfen. So, hier werde ich jetzt ein bisschen Herz farmen, wenn es sogar möglich ist. So, lass mich mal zuschlagen. So. Ich will gerne noch mehr ziehen, wenn es geht. Ja, das ist jetzt doof. Nein, weg! Ich wusste, was du vorhattest. Deswegen lasse ich es gar nicht erst zu. Auf diesen Fehler bin ich einmal reingefallen, ein zweites Mal falle ich da nicht drauf rein. So.
So, dann einmal kurz hier hin. Danke. So, die Zombies mit einem Schlag weg. Komm. Ob wenn ich jetzt schnell genug es hätte aufsammeln können, hätte ich zuschlagen können, aber nein. Mach bis halt so. Ein paar Säulen abschlagen, solange er mit der Wirbelattacke beschäftigt ist. So, dann gibt es schon das Herz. Kommst du noch an diese Säule ran oder bist du schon zu spät? Gut. So, dankeschön. Einmal Zombies weg. Und schnell weg. Ach Mist, hat mich auch erwischt. Leider nicht perfekt, aber das sollte noch gehen. Solange ich mich jetzt nicht nochmal treffen lasse, ist gut. So, Elmchen weg. Lass mich ihn einmal schwingen, dann kann ich noch das Herz holen. Was zum Teufel hat mich jetzt da erwischt? Wahrscheinlich doch noch ein Teil der Säule. Ich glaube, ich stelle mich jetzt gerade zu dämlich an. Kann das sein? Ach, egal. Hauptsache volle Energie. Wenn ich einen Rekord dran machen will, dann mache ich es. Ich nehme einen speziellen Videopunkt. 3 Minuten 58 Sekunden und 200. Also ich kann sagen, ich kann es noch besser. Aber das dann in einem speziellen Rekordrun-Video. Wenn ich mal die Lust dazu habe. Ehrlich, was wollte das dann am Ende? Ich frage lieber nicht nach. Du hast auf jeden Fall für Dailon 3 Minuten 58 Sekunden und 2 Sekunden benötigt. Dann einmal die obligatorischen 50. Und... Wenn du jetzt aufhörst, hast du für mich einen seltenen Schatz. Machst du natürlich weiter, gibt es 500 Rubine, wenn du dann aufhörst. Ah, du machst natürlich weiter, so kenne ich dich. Dann kommt Kampf Nummer 7, dann brauchst du nur noch 2 Gegner. Danny und der Nächste. So, und wer ist es jetzt? Girahim Nummer 2. Außer dieser blöde verdammte Scheißcontroller will nicht mehr. Ich hab nur das Gefühl, die Kontrolle will nicht. Ich kann sie gerne zurückhaben. Ja, jetzt wollte er gar nicht mehr, oder wie? Wieso macht er immer die Stichattacke, wenn ich sie nicht will? Ich begreife es nicht. Wieso macht er immer dann die Stichattacke, wenn ich sie nicht will? Ich mach keine Stichattacke, du behindertes Spiel. Ich hab nur das Gefühl, diese Scheinkotz. Oder die Steuerung reagiert komplett nicht. Darf ich mal testen? Ja, ich hab das Gefühl, die reagieren nicht mehr, wie sie soll.
Wahrscheinlich Altersschwäche. Okay, das kann halbe Ewigkeit hinziehen. Wir haben die auch schon Joy-Con trifft oder was weiß ich für eine Scheiße. Endlich. Also da ist die Knopfsteuerung am bescheuersten, oder mein Dingenspin. Seht ihr nach rechts schlägt er gar nicht mehr. Er macht lieber nur Stichattacken. Schlagen will der Affe nicht mehr. Okay, da hätte ich die Wirbelattacke machen müssen. Weißt du, dieser Joystick gegen rechts funktioniert einfach nicht mehr richtig. Schiebst du das wieder auf die Steuerung, meinen Junge? Ja, was hast du für ihn? 3 Minuten, 40 Sekunden, 67 Hundertstel benötigt. Und dann kriegst du nochmal 50 Rubine. Wenn du aufhörst, kriegst du 500. Machst du aber weiter und hörst dann auf, hörst du denn einen enorm harten Schill. Möchtest du fortfahren? Natürlich will ich fortfahren. Dann folgt noch Kampf Nummer 8 und wenn du den besiegst, dann hast du den Schild. So, es fällt jetzt nur noch einer. Und zwar dich. Dann haben wir das Schild. So, eine Klaue weniger. Ich glaube, fürs Finale nehme ich dann wieder die Bewegungssteuerung. Kommst du jetzt raus? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Danke. So, Ramis. 1 Minute 17 Sekunden. Jetzt muss ich das Gesamte nochmal machen. Bis zum Herzteil. Boah, das war heftig. Was für Moltogat 1 Minute 17 Sekunden und 63 Hundertstel benötigt. Dann kriegst du nochmal 50 Rubine. Das waren nun 8 Siege in Folge. Sagenhaft. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Hylia-Schild erhalten. Er enthält die Macht des Helden. Nichts und niemand kann ihn zerstören. Leider ist deine Tasche voll. Wenn dir der Sinn nach einem weiteren Kampf steht, schau ruhig weiter bei mir vorbei. Bis bald. Heilige Scheiße. Und jetzt das Gesamte nochmal für das Herzteil. Ich hol mal kurz das Hylia-Schild und dann zeige ich es mal in Action. Also dann, bis gleich. So, da bin ich wieder zurück und
sieht das Schild nicht sehr nice aus. Ja, und da hat es wahrscheinlich auch das Hühlerschild auch seinen Ursprung. Deswegen haben sie es wahrscheinlich auch für den Helden immer angefertigt. So, und da jetzt das Gesamte wahrscheinlich ein bisschen uninteressant wird, würde ich sagen, wir skippen jetzt das einfach mal so. Ich werde jetzt auch mit Beradama anfangen, bei der mir am schnellsten geht. Und wenn ein Rekord ansteht, werde ich ihn zeigen. Ansonsten... Autsch. Ja, 35 Sekunden, 99 Sekunden, viel schneller. Wow, 35 Sekunden, 99 Hundertstel. Dann hast du 50 Rubine, weil du ihn schneller geschlagen hast. So, bitte fortfahren. Kampf Nummer 2 bitte. Hab keine Zeit. Wisst ihr bitte, dass meine Bewegungssteuerung nochmal versagt? Weil... Nein, das wollte ich nicht. Ich verstehe es nicht, wieso der nicht reagieren will. I don't understand that shit. Eine Minute 18, noch schneller. Fortfahren. So, noch zwei Kämpfe. So, schauen, ob ich den schneller schaffe. Wobei der kaum schneller schaffbar ist. Sehr gutes RNG. Also, hätte ihm nochmal zustechen können. Shit. Schon
wieder will er sich wieder nur durchgraben. Ja, länger. Da hatte ich jetzt gerade ein bisschen Pech. Aber egal, weiter. Bla 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 bla. So, jetzt noch den und dann haben wir's. Unser 23. Herzteil. Okay, ist der erste, Gott sei Dank. Der zweite wäre ein bisschen aufwendiger geworden. Hab das zwar nicht gut gesehen, aber ich hab's trotzdem erwischt. So, dann sehen. Okay, da ist er. Hoch. Da. Ja, das passt. Deck, deck, deck. 1 Minute und 6 Sekunden schneller. Wenn sogar dreimal auf den Kopf gehen könnte, wahrscheinlich sogar unter 1 Minute gehen. Das müsste ich einmal privat austesten, aber nicht heute. Heute habe ich keinen Bock. Und ich hätte jetzt gerne aufgehört. Ich verstehe schon. Man muss es auch nicht übertreiben. Ein toter Held vollbringt keine Heldentat. Was dich trotz allem selbst betroffen. Dafür bekommst du wie versprochen das hier. Ein Herzteil, damit haben wir jetzt 23 und damit können wir jetzt auch den Part dann endlich beenden. Gut. So, ich hoffe, es hat euch dennoch Spaß gemacht in diesen 47 Minuten oder wie viel es genau am Ende sind, weil ich auch noch ein bisschen was rauskappte. Ich hoffe, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Im nächsten Part geht es dann weiter mit der Sidequest. Ja, da werde ich mal die letzten zwei Truhen im Wolkenhort bergen und dann werde ich noch eine Sidequest starten. Und sobald das durch ist, gehen wir dann zum nächsten Drachen und wir werden den in Firone machen. Bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr nichts verpassen wollt bei Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Auf jeden Fall bis dann und ciao. Ich genieße jetzt mal eine Pause.